Warum können wir eigentlich nicht zu den Galaxien fliegen? Also in sinnvoller Zeit, in vernünftiger Zeit. Die meisten werden sagen, na, weil wir die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten können. Das ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Die Lichtgeschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit für die Signal- und Wirkungsübertragung im Universum, die hat ja diese wahnsinnigen Effekte, dass je schneller du fliegst zum Beispiel, umso kürzer wird die, also jetzt umso kürzer wird die Zeit. Ja, tatsächlich. Also die Uhrzeit im Vergleich zu der anderen Uhr, von der du gekommen bist. Das nennt man ja Zeitdilatation. Also da können ja, wenn du dich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bohrst, dann können also Lichtjahre, Tausende und Abertausende von Lichtjahren, die können auf eine relativ überschaubare Strecke zusammenschrumpfen. Ich meine, für uns Menschen ist es ja wichtig, dass die Reise zu anderen Galaxien sich innerhalb unseres Lebensalters vollzieht. Ja, und da kann man direkt froh sein, dass es die Lichtgeschwindigkeit gibt, denn die eröffnet die Möglichkeit, innerhalb von 28 Jahren zur Andromeda-Galaxie zu fliegen. 2,5 Millionen Lichtjahre? Tatsächlich in 28 Jahren der eigenen Bordzeit hätte man diese Entfernung überwunden. Ich meine, gut, was machst du in den 28 Jahren, ist eine andere Frage, aber du könntest innerhalb von 28 Jahren könntest du zur Andromeda-Galaxie fliegen. Also, du bist beschleunigt und jetzt nicht so stark, dass du gleich an die Wand geknallt wirst, sondern schön immer mit der Beschleunigung der Erde, immer 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und dann wirst du langsam hochbeschleunigt und dann bist du natürlich entsprechend auch wieder abgebremst. Das ist ja eine Negativbeschleunigung. Und dann bist du nach 28 Jahren in Andromeda, also irgendwo da. Also machst du irgendwas. Jetzt stell dir aber mal vor, es gäbe nicht die Lichtgeschwindigkeit als Grenze. Das heißt, du würdest die ganze Zeit beschleunigt und beschleunigt werden, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, immer schön mit dieser Beschleunigung. Wie lange würdest du denn dann brauchen, um nach Andromeda zu kommen? Und da ist die Überraschung groß. Ha! 2800 Jahre. Ja, also in einem Newtonschen Universum ohne Lichtgeschwindigkeit, also ohne Einstein, hättest du doch überhaupt keine Chance, zu Andromeda zu kommen. Ja, das ist eben der Vorteil von einer endlichen Signalgeschwindigkeit, dass man tatsächlich spürt, dass allmählich sicher und sicher und sicher und sicher die Zeit, in der man, die man selber verbringt, immer kleiner und kleiner und kleiner. Je näher man an die Grenze der Wirkungs- und Signalgeschwindigkeit kommt, umso kürzer werden die Längen und umso kürzer werden die Zeiten. Toll. Ist doch irre. Jetzt könnte man sich ja überlegen, nehmen wir mal an, wir könnten das tatsächlich machen. Also, wir hätten jetzt mal alles geklärt. Alles. Wir hätten den super Antimaterie-Antimaterie-Antrieb, wo wir richtig Gas geben können, also diese Beschleunigung hinkriegen. Könnte man denn dann tatsächlich fast Lichtgeschwindigkeit erreichen? Oder gibt es da irgendwelche Gründe, die ein Raumschiff davon abhalten würden, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, also fast Lichtgeschwindigkeit zu erreichen? Und was soll ich euch sagen? Die gibt es. Es gibt etwas, das kriegst du in diesem Universum einfach nicht weg. Da kannst du machen, was du willst. Und wenn du noch so, es ist wurscht. Ganz egal wie, also es gehört einfach, es ist überall, in allen Richtungen gleichmäßig. In jedem Kubikzentimeter ist es drin. Und es ist der Anfang des Universums. Also der Rest vom Anfang des Universums. Also das, was vom Urknall übrig blieb, um einen Filmtitel zu verhöhnepiepeln. Ja? Die kosmische Hintergrundstrahlung. Die ist ja überall. Du kommst ihr ja nicht aus. In jedem Kubikzentimeter Universum sind 400 Photonen der Hintergrundstrahlung. Du kannst machen, was du willst. Es ist sozusagen das Bezugssystem für alle Lebewesen im Universum. Alle, die jetzt bei uns, mit uns da sind, spüren diese kosmische Hintergrundstrahlung. Oder zumindest können sie messen. Auf jedem Planeten im Universum, auf dem es Radioingenieure gibt, dann können die mit ihren Radioteleskopen die kosmische Hintergrundstrahlung messen. Überall. Es ist eine große Wand, die 360 Grad um uns herum ist. Und wenn du dich jetzt nun durchs Universum bewegst, dann bewegst du dich relativ zu dieser Strahlung. Und diese Strahlung, die kann natürlich ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht mehr erhöhen. Da ist nichts zu machen, das ist Lichtgeschwindigkeit. Aber die Frequenz wird erhöht. Die Frequenz wird erhöht und je schneller du dich mit deinem Raumschiff bewegst, wird immer mehr und mehr und mehr von der Hintergrundstrahlung in einem immer kleineren und kleineren Winkel vor dir sein. Die Strahlung wird immer härter werden, die Frequenz wird immer größer werden.
Und deswegen wird die Energie der Photonen, die da kommen, immer größer und größer. Und dann ist eben Feierabend. Das war ja der Grund, weshalb ich immer mal gesagt habe, die Klingonen, die haben ja vorne deswegen so ein verdicktes Hirn, damit die Gammastrahlung, die dadurch entsteht, dass sie sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit des Universums bohren, nicht ihren Knochen hier vorne durchbohrt. Ja, so ist es tatsächlich. Und wenn dann tatsächlich irgendwann die Geschwindigkeit deines Raumschiffes so hoch sein sollte, dass die Frequenz der Hintergrundstrahlung in deinem System so hoch ist, dass Materie-Antimaterie-Paare entstehen können, dann entstehen die auch. So. Ja, stell dir mal vor, du hast einen Ofen, heizt ihn auf, hast eine Temperatur, ne, siehst, die Temperatur steigt und steigt und steigt, es wird immer wärmer und wärmer und irgendwann steigt sie nicht mehr. Auf einmal kommen Teilchen raus. Teilchen. Plop, 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 plop. Materie, Antimaterie. Auf einmal wird es nicht mehr in die Wärme gesteckt, sondern in die Teilchenproduktion gesteckt. Das heißt, du kannst jetzt da reinblasen, was du willst. Du erzeugst nur Teilchen und Teilchen und Teilchen. Und so wäre es auch bei der Beschleunigung deines Raumschiffs. Du würdest immer mehr und mehr beschleunigen, die Strahlung würde immer härter und härter und härter werden und was du produzierst, sind Teilchen, 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 Teilchen. Jetzt könnte man sich natürlich sagen, ja komm, wovon redet denn der eigentlich? Ist doch alles ein Quatsch. Nein, es ist keiner. Wir in der Astronomie, wir kennen genau so ein Phänomen. Es gibt Teilchen, die nennt man Ultra High Energy Cosmic Rays. Die bewegen sich mit so hohen Energien durchs Universum, dass sie die kosmische Hintergrundstrahlung als Hindernis spüren. So als ob sie sich gegen eine immer steifere und steifere Gummiwand bewegen. Ja? Spüren sie die Strahlung, wie sie langsam aber sicher diese Grenze erreichen, wo die auf einmal schlagartig dann Sekundärteilchen produzieren, also Materie-Antimaterie-Teilchen. Ultra-High-Energy-Cosmic-Rays sind Teilchen, die existieren tatsächlich. Sie sind sehr selten, zugegeben. Also da berechnet man die Detektionsrate interessanterweise in Ereignisse pro Jahrhundert. Aber es gibt sie. Wir haben große Flächen, wo wir das aufnehmen können. Und viele dieser Teilchen kommen aus Galaxien, die sind extrem weit weg. Diese Teilchen sind wirkliche Botschafter von anderen Galaxien, weil sie so hohe Energien haben, die können in der Milchstraße gar nicht produziert worden sein. Man weiß also heute tatsächlich, die kosmische Hintergrundstrahlung behindert allen bewegenden Objekten im Universum die maximale Weiterbeschleunigung. Man kann zwar beschleunigen und beschleunigen, man kriegt aber keine Geschwindigkeits- oder keine Energieerhöhung mehr raus. Und das Allerirrste ist, man könnte damit sogar herausfinden, ob die Raumzeit quantisiert ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also warum habe ich euch das erzählt? Eigentlich ist es ein Plädoyer für eine galaktische Ökobewegung. Ja? Wir merken, wir werden nicht wirklich zu anderen Galaxien kommen. Wir sollten auf unsere Galaxie Acht geben. Denn wir haben nur diese Milchstraße und sie ist die schönste im ganzen Universum.